sei ein Zahnrad, bestehend aus 12 Zähnen, wie hier neben dargestellt. Jeder Zahn hat einen Öffnungswinkel von Alpha gleich 30 Grad und einen Gipfel, der aus einem Kreisbogen mit Radius R1 gleich 2 mm besteht. Die geradlinigen Seiten des Zahns sind an den Kontaktpunkten tangent zu dem Kreisbogen. Der äußere Radius des Zahnrads beträgt RE gleich 40 mm. Die Verbindung zwischen den Zähnen besteht jeweils aus einem Kreisbogen mit Radius R2. Die Seiten des Zahns sind an den Kontaktpunkten tangent zu diesem Kreisbogen. Bestimme den Zahlenwert von R2 so, dass die Höhe E der Zähne genau 12 mm beträgt. Hier ist so ein Zahnrad dargestellt. Es ist gedacht, um zu drehen. Und hier sehen wir die Vergrößerung eines Zahns von diesem Zahnrad. Angegeben sind also dieser Radius RE, das sind 40 mm, dieser Winkel Alpha, das sind 30 Grad, dieser Abstand E, das sind 12 mm, und dieser Radius R1, das sind 2 mm. Gefragt wird der Radius R2. Um diesen Radius herauszufinden, werden wir mit folgender Gleichheit starten. Der Radius RE, das ist dasselbe wie der Abstand zwischen O und F plus der Abstand zwischen F und D minus der Radius R2 plus der Abstand E. Was bekannt ist, sind RE und E, deshalb in grün geschrieben. Was zu suchen ist, das sind OF, DF und R2, deshalb in rot geschrieben. Wir werden zuerst den Wert von OF bestimmen und dazu starten wir in diesem blauen Dreieck und wenden die Sinusregel an, die besagt, dass diese Seitenlänge OC geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also CFO, dasselbe ist wie diese Seitenlänge OF geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also den Sinus vom Winkel OCF. Aus dieser Gleichheit schließen wir sofort, dass OF dasselbe sein muss wie OC mal Sinus von 15 Grad geteilt durch Sinus von CFO. Wir werden jetzt separat den Sinus von 15 Grad, den Sinus von CFO sowie die Distanz OC bestimmen. Beginnen wir mit dem Sinus von 15 Grad. Und 15 Grad ist ein besonderer Wert, denn 15 Grad ist dasselbe wie 45 Grad minus 30 Grad. Also können wir hier die entsprechende Additionsformel vom Sinus anwenden. So erhalten wir diese Differenz. Wir kennen aber Sinus von 45 Grad. Das ist Quadratwurzel von 2 halbe. Wir kennen den Cosinus von 30 Grad. Das ist Wurzel 3 auf 2. Wir kennen den Cosinus von 45 Grad. Das ist Wurzel 2 geteilt durch 2. Und wir kennen auch den Sinus von 30 Grad. Das ist ein halbes. Und somit ist der Sinus von 15 Grad gleich zu diesem Bruch. Jetzt suchen wir den Sinus vom Winkel CFO. Da dieses Zahnrad 12 Zähne hat, beträgt dieser Winkel ein Zwölftel von 360 Grad, also 30 Grad. Dieser Winkel beträgt also 30 Grad und der Winkel COF ist genau die Hälfte von 30 Grad, also 15 Grad. In diesem blauen Dreieck können wir sagen, dass dieser Winkel CFO gleich ist zu 180 Grad minus diese 15 Grad minus diese 15 Grad. Der Winkel CFO beträgt also 150 Grad. Und der Sinus von 150 Grad, das macht ein halbes. Um den Abstand OC zu bestimmen, starten wir mit der Idee, der Abstand zwischen O und C, das ist
dieser große Radius RE minus dieser kleine Radius R1 plus der Abstand zwischen A und C. Also so. Nochmal, der Abstand zwischen O und C, das ist der große Radius RE minus Radius R1 plus Abstand AC. Wir müssen also jetzt noch diesen Abstand AC bestimmen, denn RE und R1 sind bekannt. Um AC zu bestimmen, arbeiten wir in diesem grünen rechtwinkligen Dreieck, in dem gilt, der Sinus von 15 Grad ist gleich zur Gegenkathete AB geteilt durch die Hypotenuse AC, also so. Das Maß dieser Gegenkathete AB, das ist der Radius R1. Darauf schließen wir also, dass AC R1 geteilt durch Sinus von 15 Grad sein muss. Sinus von 15 Grad ist gleich zu diesem Bruch, also können wir den hier einsetzen. Und hier wird die Zahl 2 durch diesen Bruch geteilt, also multiplizieren wir diese 2 mit dem Kehrbruch. Das heißt, wir haben 8 geteilt durch Wurzel 6 minus Wurzel 2. Jetzt multiplizieren wir hier unten und oben mit dem konjugierten Binom und somit erhalten wir als Distanz zwischen A und C 8 mal Wurzel 6 plus Wurzel 2 geteilt durch 4. Den Bruch können wir noch kürzen und erhalten somit diesen Wert für AC. Also können wir jetzt den Abstand zwischen O und C bestimmen, denn RE, das ist 40, R1, das ist 2 und AC, das ist dieses Produkt, also so. Somit finden wir für OC 38 plus 2 mal Wurzel 6 plus Wurzel 2. Jetzt können wir Sinus von 15 Grad durch diesen Bruch ersetzen, Sinus des Winkels CFO durch ein halbes ersetzen und den Abstand zwischen O und C durch diese Summe ersetzen. So erhalten wir diese Rechnung. Und so erhalten wir dieses Produkt. Durch Distributivität erhalten wir diese Summe, die man noch ein wenig vereinfachen kann. Und so finden wir für Distanz OF 4 plus 19 Wurzel 6 minus 19 Wurzel 2. Jetzt bestimmen wir noch den Abstand zwischen D und F. Dazu arbeiten wir in diesem rechtwinkligen Dreieck, indem wir wissen, dass dieser Winkel DFE genau 30 Grad beträgt, denn dieser Winkel, das ist 180 Grad, minus diese 150 Grad. Und demzufolge gilt, der Sinus von 30 Grad ist gleich zur Gegenkathete DE geteilt durch die Hypotenuse DF, also so. Und da DE dasselbe ist wie R2 und der Sinus von 30 Grad gleich ein halbes ist, können wir darauf schließen, dass DF gleich ist zu R2 geteilt durch ein halbes. Das heißt, 2 mal Radius R2. Wir haben zwar den Zahlenwert von DF nicht gefunden, aber trotzdem können wir DF in unserer Gleichung durch 2 mal R2 ersetzen und somit erscheint unsere unbekannte R2 eben ein zweites Mal in dieser Gleichung. Letztendlich können wir in unserer Gleichung RE durch 40 ersetzen, OF durch diese Summe ersetzen, DF durch 2R2 ersetzen und E durch 12 ersetzen. Somit führt das zu dieser Gleichung mit der einzigen Unbekannten R2. Diese Rechnung führt zu R2 gleich zu dieser Summe, das heißt R2 ist 24 plus 19 mal Wurzel 6 minus Wurzel 2. Der Taschenrechner liefert uns den Dezimalwert von R2. R2 beträgt also ungefähr 4,33 mm. Und somit ist diese Aufgabe beendet.